Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command One Europe. Mehr Spieler gegen Pharos und mal sehen, okay, er hatte ja auch ein schlechtes Wetter. Ich hoffe mal, dass Kairo jetzt wirklich kein Problem mehr darstellt. Ja, ein wenig unschön, dass es da doch noch Stress gäbe. Wenn jetzt schon die ganze Luftwaffe für Seelöwe verlegt ist. Ja, soweit so gut der Zug. Wenn das U-Boot da vorne ein bisschen Stress machen kann, umso schöner. Ein Transporter. Da stehen sie noch. Ach, da steht auch einer drin zur Sicherung. Okay. Und jetzt auch noch nicht so häufig diese Hinweise. Mit der republikanischen Guerilla-Aktivitäten, da brauchen wir im Prinzip ja. Ich nehme an, dass die angezeigt werden. Brauchen wir jetzt auch noch einen ganzen Schwung Garnison. Also, es werden ründlich mehr, aber es scheint ja mal nie genug zu sein. Mit ein bisschen Glück kriegt ihr den. Vielleicht aber auch nicht. Und ehe man eingekesselt wird, will ich da auch nicht in sonst wo vorstoßen. Muss mal gucken hier. Irgendwo war noch die Spezialeinheit. Oh, du übertreibst mal nicht, ehe du da unschön umgangen wirst. Sofern das Eis hier weiter stark ist, könnt ihr auch gar nicht landen. Ort. Gucken wir mal, die Flak hält noch weiter das und auch hier vorne. Wir den ein Stück zurück. Man darf es aber halt nicht übertreiben, falls dieser blöde Bali kommt. Wir können ja mit der Garnison da ein bisschen laufen und du gehst in den Ort. Wenn die so umgekesselt werden würde, wäre das nicht so das Thema, dass wir vielleicht doch mal die Bahnverbindung hier irgendwann wieder haben. Vielleicht, wenn du vielleicht doch hier hingehst. Wäre ja zumindest ganz nett. So, du haust hier weiter. Das hat sich sehr gelohnt. Ihr belagert den raus, ihr haltet da eure Position. Da wären zum Teil Truppenfrei jetzt endlich mal was zu machen. Aufgrund des Schlamms kommst du leider noch nicht so weit. Du kannst auch nicht viel mehr machen, außer ein bisschen die Grenze zu schieben. Ja, hier. Leider auch noch keine Eisenbahn freigeschaltet. Helfen wir dem auch noch, sich in den Ort zurückziehen. Aber wir haben ja ein bisschen Geld. Wäre schon ganz nett, wenn wir Feldzüge in dieser Umgebung eher auch die Mobilität hättet. Und die Artillerie. Ach, na gut. Größten Unterschied. Okay, da stehen sie jetzt doch schon. Auch mal einen Schaden. Ein wenig vor. Was ist ihr? Okay, gut, wir haben Schlamm und alles, aber ja. Und Flieger könnten nicht so viel machen. Aber wir können immerhin angreifen und haben Werte dafür. Na gut, die wichtigsten Einheiten sind wohl schon unterstellt. Der Pakt ist gleich so teuer. Aber die steht halt so zentral da im Weg. Wir die nachher mit den Armeen. Aber ich würde sagen, die Panzer hauen hier dann lieber mal auf diese Armee. Und dann können wir immer noch gucken. Jetzt ihr hier die vernünftig geschwächt kriegt. Nicht direkt, sonst geht ihr noch auf das Chor.
Wir arbeiten uns da so langsam vor dann. Rankommen. Du könntest noch einen Schritt machen. Könnt natürlich auch noch ein deutsches Hauptquartier vertragen. Das können sehr, sehr viele. Du solltest auf eine der nächsten Eisenbahnen. Ich bin ja mit dem Chor dich reintauschen, dass du demnächst Richtung Seelöwe könntest. Hier ist ansonsten nicht so viel los. Okay, aber die brauchen jetzt auch endlich mal irgendwie noch ein Hauptquartier, um das hier mal alles in Form zu bringen. Und ihr könnt endlich mal den raushauen. Der hat echt genervt. Meinetwegen auf eine Bahn. Tja, und ihr setzt hier, würde ich sagen, euren Angriff fort. Wir nähern uns Baku ja immer mehr an. Und das ist auch in Ordnung, wenn du den zur Seite schubst. Können nur leider noch nicht so viel machen. So, aber wir können den Hafen erreichen und ich sag mal, irgendein Hauptquartier wird hier jetzt hingehen noch, um den Hauptvorstoß hier zu unterstützen. Sei es auch der und ihr kriegt hier auch noch irgendjemanden. Ist ja einfach nicht mehr mit anzusehen zum Teil. Hat ich der Irak noch gar nicht getriggert oder ich dazu hier mehr an der Küste landen müssen. War nicht hundertprozentig sicher. Springen wir mal zu euch. Ich will jetzt einfach hören, ja, wir können Kairo ohne Probleme erreichen. Das ist alles, was ich von euch wissen und hören will. Hafen ist leider noch nicht intakt, aber wir haben gerade das andere Hafenstück erobert. Wir können damit den Zerstörer raushauen. Hier ein paar Garnisonen, aber die... Der Pio, die sollten unseren Truppen zu lange standhalten. Leider, die Arti kommt da halt nicht wirklich schnell rum. Irgendwie will ich doch lieber auf Nummer sicher gehen, falls er doch... Kann eigentlich kein Landungsboot durchbringen oder falls er einen falschen Mega in der Hinterhand hat. Dass Alexandria auf jeden Fall besetzt ist und ihr wählt euch hier alle den Weg nach vorne. Tja, die Spezialeinheiten, die wären in der Landung natürlich eigentlich auch hilfreich. Könnt ihr sonst doch nochmal hier umkehren, aber du kommst mit. Der soll noch die Oase da absichern. Und dann walzt sich die ganze Truppe weiter in die Richtung. Hier hätten wir noch Hauptquartiere. Und, tja, und hier unser großer Luftwaffenfuhrpark. Wo jetzt aber erstmal die Frage ist, wer braucht Heilung, wer kann Heilung überhaupt kriegen? Und dann haben wir noch Upgrades. Langstreckenflugzeug, meine ich. Marinewaffen könnt ihr auch ruhig alle haben. Achso, Stufe 2 wurde letzt erforscht. Ah ja, und demnächst haben wir Stufe 3. Brauchen wir auch noch definitiv ein Hauptquartier. Wo sollen die nur alle herkommen? Okay, ein Jagdflugzeug, was sogar unterstellt ist, kann sogar mitmachen. Und den strategischen Bomber nehmen wir vielleicht auch mal. So ein bisschen als Blick, was hier los ist, beziehungsweise wir könnten auch einfach Liverpool platt schießen. War ja nicht verboten in den Regeln. Und hat er ja damals im Hinspiel auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist echt noch ein Flugzeugträger. Wird inzwischen die allermeisten erwischt. Ein paar Flugzeuge und Schiffe.
Dann haben die da auch nicht zu viel Geld, wenn es hier irgendwann demnächst losgeht. Das natürlich auch denen gehen, aber wir können dich auch erstmal heilen. Unserem Jäger zum Beispiel auch noch ein bisschen Elite-Stärke verpassen. Ein ganz großes Thema jetzt, wer kriegt noch welches Hauptquartier? Wer ist überhaupt wo frei als Hauptquartier? Ja, die Garnisonen sind gefühlt auch schon alle verplant. Ne, könnt ihr mal zur Flotte rausgehen. Also, wenn Liverpool kaputt ist, haben sich die meisten Routen hier drüben ja sowieso erledigt. Und die gar nicht wegraden, dann können wir zusehen, hier Stress zu machen, den USA. Das finde ich gut. Das macht man ja sonst nie als Achse. Aber das Problem ist ein bisschen weiterhin, dass die Versorgungssituation jetzt nicht so optimal ist. Na komm, ihr könnt ja trotzdem hier ein bisschen ranfahren. Auch in Kanada schon mal Ärger machen. Müsst ihr nicht angreifen. Natürlich irgendwo noch ein gegnerischer Zerstörer oder sowas. Aber der wird schon nicht zu viel anstellen können. Dann fahrt hier an, dass ihr demnächst den USA Stress machen könnt. Bin ja jetzt bis eben nicht davon ausgegangen zu sein, dass hier groß eine Flotte ist, weil Truppentransporter, der ins U-Boot gerast ist, den würde man doch nicht ausschicken, ohne vorher aufzuklären, wenn man hier eine große feindliche Flotte vermuten würde. Auf der anderen Seite, wir haben noch den Flugzeugträger vor einer Weile schon versenkt. Einen Hafen. Naja, wie auch immer. Ihr macht weiter und blockiert dann demnächst ja mal die US-Schifffahrt. Ziemlich groß. Dann haben wir Liverpool weg. Das ist schlecht für die Wirtschaft. US-Schifffahrt weg, was auch nicht gerade gut für die Wirtschaft ist. Tja, und hier unsere Flotte. Vom gewissen Standpunkt aus seid ihr hier eigentlich auch fertig. Aber ihr bleibt trotzdem noch mal in der Nähe, wenn die irgendwann mal, wenn man dadurch kann, dass ihr da ein wenig mit blockieren könnt. Sonst sammelt euch einfach hier in der Nähe, die Panzer werden da schon demnächst durchbrechen. So. Großer Preis. Wer kriegt welches Hauptquartier? Also gut, wir könnten dich einfach wirklich dahin schicken. So eine 10 und dann ist das ausreichend, um auf Dauer darunter zu kommen. Du musst da eine Garnison bei Groschny hin. Außerdem, da bräuchten wir eigentlich auch irgendjemanden. In Spanien. Ach ja, und hier diese Position wurde uns jetzt auch gemeldet. Wo wir auch Garnisonen brauchen. Da könnten wir ja spanische. Eh nur zwei reicht gar nicht. Ein neues deutsches Hauptquartier, immerhin. Jetzt okay, Madrid. Ja, und da ein bisschen. Na gut, also Madrid soll bitte nicht fallen. Ich bin schon ganz dankbar, wenn ihr das einrichten könntet. Sonst das Akku hier noch nicht zu weit. Wobei das ist auch nur Industrie. Jetzt bräuchten wir noch einen für da oben. Wir pfeifen eben den leichten Panzer nochmal zurück. Armeen hier. Naja, schon mal an Häfen ran marschieren. Was da auch schon mal in Sachen Einheit Landung. Sammeln und alles. Du kommst noch nach Norden. So, dann würde ich sonst sagen, unser neues Hauptquartier. Wenn ihr auch hier hin und dann nach vorne laufen, dann kriegst du zumindest im nächsten Zug die ersten Einheiten. Wir haben noch einen rumänischen Jäger, der kann auch nach vorne. Ja, da müsste hier eigentlich einer hin.
dass das endlich mal wieder kommandiert wird in der Gegend. Bei Schaden, ich meine, gut, ihr könntet den auch runter. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dafür einen Panzer zu nehmen, aber wenn der weg wäre, hätte das auch was für sich. Wir haben hier auch Angriffswerte. So, dann natürlich eigentlich gerne weiter. Nehmen wir das Akku hier rein, dass ihr von hier angreifen könnt. Nach Tiflis muss dann die andere Garnison, bevor da wieder irgendwer auftaucht. Und du müsstest dann hier auch mal irgendwie, finde ich, hin zur Seite. Heilt, upgraden und so. Dann haben wir dich hier unten. Du könntest da nicht Flugzeuge kommandieren, sondern stattdessen hier mit hin. Das wird etwas besser. Und vor allem kannst du hier dann auch zumindest teilweise mal kommandieren. Und dann brechen wir auch darum durch. Das passt. Hier, da ist noch ein deutsches Hauptquartier. Das bräuchten wir dann auch so langsam mal bei den Landungstruppen. Okay, so viel Material, das man überall hat. Diese Armee kann, finde ich, auch schon mal hier in der Nähe der Häfen. Durchaus Ressourcen, ihr macht euch bereit. Dann auch die Frage, wenn man auf die Boote geht. Naja, sobald die Flugzeuge hier alle halbwegs fit sind und sagen wir mal, eine sehr solide Luftüberlegenheit verschafft haben. Sind wir noch bei irgendeinem Verbündeten? Ah, wäre Maida. Ja, ich nehme noch mal das Akku mit. Offensichtlich gerade dezenter Mangel. Also das heißt im Prinzip einfach hier im Osten überall vorstoßen, wo es weitergeht. Da wäre natürlich auch noch, okay, hier wäre auch noch ein Hauptquartier. Ja, jener, der könnte auch noch irgendwo rein. Macht sich auch bereit in Richtung Landung. Ich meine, dann kann der noch die Flugzeuge entspannt nehmen. Ja, na gut, also im Osten überall weiter. Die Truppe da oben erobert Kairo. Die Flotte macht vor der Küste der USA Stress. Und dann, ja, hier demnächst landen. Also luftwaffentechnisch sind wir derzeit eindeutig überlegen. Auch vom Land her haben die USA nicht viel, die Briten haben halt noch was. Die Briten werden ja hier bald komplett raus sein. Okay, dann hat die, ja, da oben haben sie noch ein paar Truppen. Aber auch nicht zu viele da. Ja, also es geht jetzt noch so um Teilverschiebung, sage ich mal. Er kann auch wie, wo, hierhin. Ich mache nochmal einen Cut, gucke mir das ein bisschen an. Und dann sehen wir uns gleich. Obwohl, hier können wir noch eben. Okay, da steht einer drin. Das mal, aber dann sehen wir uns gleich wieder. Da geht's. Jetzt vor allem das Hauptquartier, das hier stand, das hat ja eigentlich auch nicht mehr den großen Nutzen, weil der Ort da inzwischen auf 5 ist. Und wir kriegen hier vielleicht nicht alle kommandiert, aber die allermeisten. Den habe ich jetzt auch noch hier zu den Fliegern gepackt und mit dem. Drei Hauptquartiere sollten das hinkriegen. Ja, und dann Landungseinheiten machen sich ja hier immer mehr bereit. Spanisches Akku erreicht auch demnächst den Hafen. Oben haben wir einen Rumänen. Wir kriegen noch ein deutsches Hauptquartier. Das kann sich auch noch irgendwo in den Hafen stellen. Dann können wir auch binnen der nächsten paar Züge auf die Schiffe steigen. Die Flieger alle komplett top, fit, stark, mächtig upgraden und angreifen. Und in ein paar Zügen haben wir die nötigen Landungsboote und können dann, denke ich, London überrennen. So, ansonsten noch ein paar Upgrades verteilt und alles. Ist jetzt halt teilweise also alles sehr kleinteilig, finde ich, weswegen ich manchmal Cuts einlege. Aber
Gehe stark davon aus, dass das schon wird. Was wir noch tun könnten, ist U-Boote von hier mal wieder rausschicken. Und die Routen dürften ja eh tot sein, oder den Hafen von Liverpool. Na gut, und die U-Boote von hier. Ein Stern. Und ihr haltet euch hier beim Hafen bei der etwaigen Invasion dann noch ein wenig, euch das alles anzugucken. Müsst ihr ja nochmal einen Aufklärungsflug machen. Ja gut, London ist jetzt nicht übermäßig geschützt. So, vielleicht reicht es dann auch im nächsten Zug, die erste Welle auf die Boote zu setzen. In der Ostsee, in der Bretagne, in Spanien, wer gerade schon am Hafen ist. Und dann mit massiver Luftunterstützung da einfach reinzugehen. Und wir kaufen sonst noch Garnisonen. Die brauchen wir auch endlos. Die Italiener haben auch kein Geld mehr. Ja, und dann läuft alles ziemlich weiter voran, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, wir können den Zug beenden. Viel mehr Spannendes passiert, aber die Routen sind eh alle tot. Und die amerikanische Küste ist als nächstes dran. Ja, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.